Ich möchte ganz gerne, oder anders, ich muss da ein bisschen ausholen, weil letztendlich unser Führungsleitbild, das mit ein paar Kriterien gut beschreibbar ist, verankert ist in unser Kompetenzmodell. Und ich möchte deswegen ausholen, weil das Kompetenzmodell ist entstanden aus einem ganz spannenden Prozess heraus. Man neigt ja oft, dass man halt einfach das sehr eindimensional betrachtet und sagt, okay, was glauben wir als Unternehmen brauchen wir jetzt an bestimmten Skills und das bilde ich dann in einem Modell ab und dann werden alle wichtigen Maßnahmen an diesem Modell ausgerichtet und abgebildet. Wir sind eigentlich über einen ganz anderen Weg an dieses Kompetenzmodell gekommen, weil wir festgestellt haben, wir haben bestimmte Bedürfnisse, wir müssen Mitarbeiter qualifizieren, wir müssen sie entwickeln, wir müssen uns fokussieren in den Dingen, die wir tun. Also nur mal als Beispiel, wir sind ein Handelsunternehmen, also müssen wir uns im Handel fokussieren. Aber als Marke treten wir als Sportunternehmen auf und müssen uns auch im Sportsegment fokussieren. Also in unserem Claim, wir machen Sport, steckt ja da eine ganz große Aussage. Das heißt, im ersten Moment sind es eigentlich zwei verschiedene Dinge. Ich bin ein Handelsunternehmen, ich bin ein Sportunternehmen. Aber wie kann das zusammenpassen? Und wir haben in der Vergangenheit auch oft in diesem Konflikt gelebt. Also da sagt dann ein Marketing, ja Moment mal, die Marke, das ist eine Sportmarke und die muss emotional sein und die muss dem Kunden ein Gefühl vermitteln. Und dann sagt der Vertrieb, ja, wir müssen eine saubere Logistik haben, wir müssen einen schlanken Vertriebsprozess haben, der Wertschöpfungskette muss stimmen. So, und das sind ja manchmal zwei unterschiedliche Richtungen. Und irgendwann ist uns das klar geworden, dass das ja vereinbar ist. Und das ist sehr wohl vereinbar im Sinne von, dass man eben in der Entwicklung und in der Übersetzung der DNA unseres Unternehmens eben auf die Facetten dieser DNA schaut. Und was sind die wesentlichen Kriterien? Und da haben wir eben festgestellt, dass wesentliche Kriterien das Thema Handel ist, aber auch ein wesentliches Kriterium das Thema Sport und aber auch andere wesentliche Kriterien, wie zum Beispiel, dass auch Führung ein wichtiges Kriterium ist. Im ersten Augenblick denken, ja, wieso eigentlich? Wir haben über 1000 Mitarbeiter in unseren stationären Läden beschäftigt. Das heißt, wir haben eine hohe Führungsspanne, um diese Mitarbeiter in dem tagtäglichen Doing zu befähigen und haben natürlich einen hohen Anspruch daran, dass wir dort Führungskräfte ausbilden, die Fähigkeit abbilden, nicht nur hin zu einem Ziel zu führen, sondern auch ein Stück weit Kultur zu vermitteln, um eben auch das Thema Sport emotional transportieren zu können und nicht nur einfach Geschäft zu machen. Schnell und schmutzig, das ist es nicht. Es ist, wir müssen ganz anders ein gutes, schnelles Geschäft am Kunden abwickeln, sodass wir unserer Marke uns treu sind und selbst uns treu sind und trotzdem auch noch wertschöpfend sind. Also von der Story kommen wir und deswegen habe ich jetzt mal das so fokussiert im Sinne von Führung ist ein fester Bestandteil. Und daraus haben wir für uns mal überlegt, okay, wie müsste eine Führungskultur ausschauen? Und da gibt es so viele tolle Impulse, wie zum Beispiel von dem Collins das Buch From Good to Great, wo er ganz klar definiert, was macht eine gute Führung aus, was macht eine gute Führungskraft aus. Fanden wir ganz spannend, haben uns überlegt, lässt sich das für uns übersetzen und wir haben festgestellt, da gibt es gute Denkmodelle, über die man nachdenken muss, aber man muss sie letztendlich wiederum damit beschäftigen, was ist denn der eigentliche Unternehmensauftrag und wie muss dort Führung als eigener Bestandteil sich entwickeln. Und als wir uns dann eben mit diesen verschiedensten Facetten beschäftigt haben, ist uns klar geworden, dass wir in jedem Fall uns auch damit beschäftigen müssen, wie wir sind. Wie ist denn die gelebte Kultur? Die jetzigen Mitarbeiter identifizieren sich ja auch damit. Ich kann nicht einfach kommen und kann denen was drüber stülpen, wo die sagen, Moment einmal, das bin ich ja gar nicht. Also es ist eine hohe Anforderung ist, dass ich beim Schaffen oder beim Identifizieren oder beim Kreieren einer Unternehmenskultur, einer Führungskultur,
ich mir immer überlege, wie ist denn die gelebte Führung? Und dann gucke ich mir das an und dann stelle ich fest, da gibt es ein paar tolle Sachen und da gibt es ein paar Sachen, die gefallen mir überhaupt nicht. Die Dinge, die mir nicht gefallen, sollten aber dann eher solche Dinge sein, die mir nicht nutzen in der Entwicklung meiner Unternehmensstrategie. Also wenn ich jetzt dann einen Anteil an autoritärer Führung habe, dann verhindere ich bestimmte Entwicklungsmechanismen, die vielleicht notwendig sind, etc. etc. Gehe gar nicht im Detail darauf ein. Weiterhin ist aber auch wichtig, neben einer gelebten Kultur auch sich zu überlegen, wohin müssen wir uns denn entwickeln? Also welche Skills, welche Dinge braucht eine Führungskultur, damit sie dem Anspruch eines wachsenden und sich evolutionär befindenden Unternehmens gerecht wird. Also Mechanismen, die von vor 10 Jahren ihre Gültigkeit hatten, werden wahrscheinlich jetzt schon überholt sein und ganz sicher in 5 Jahren. Ich muss mich darauf orientieren, welche sozialen Veränderungen gibt es, welche gesellschaftlichen Veränderungen gibt es. Wir erleben doch gerade wieder mal so eine Phase, wo wir über die Web 2.0-Entwicklung, über Enterprise 2.0, dass wir basisdemokratische Strömungen erleben, ja, die eine Konsequenz haben. Das bleibt doch nicht spurlos an der Gesellschaft, das bleibt doch nicht spurlos bei den Mitarbeitern. Also die Mitarbeiter spüren für sich, dass sie sagen, sie wollen eine neue Form der Mitbestimmung entwickeln. Die haben nicht den Anspruch, dass sie basisdemokratisch jeden Entscheidungsprozess mitgestalten, das ist es gar nicht, sondern sie wünschen sich eine weitere Form der Mitgestaltung an der einen oder anderen Stelle, der Mitentscheidung. Und das muss man in so einem Führungsleitbild muss man das berücksichtigen. Also wie befähige ich mit einer Führungskultur, mit einem Führungsleitbild diesen Unternehmensprozess, dass der wachsen kann, sich evolutionär weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da ist die Herausforderung. Was heißt denn Evolution und wie muss Evolution ausschauen? Und man kann eben in einer evolutionären Betrachtung nie einen Meilenstein überspringen. Also das ist eben evolutionär. Und das muss man in so einem Führungsleitbild berücksichtigen. Wenn man es jetzt mal plakativ betrachtet, dann gehe ich mal kurz auf unser Führungsleitbild ein. Wie kann sowas ganz pragmatisch aussehen? Wir definieren für uns eben, dass Führungskräfte bei Sportcheck Spielertrainer sind. Also jeder, der im Sport beheimatet ist, der kennt diesen Begriff noch, Spielertrainer. Hennes Weisweiler war noch einer der ganz großen Spielertrainer. Ich bin also in einer Doppelfunktion, Spieler und Trainer. Das heißt, wir übersetzen das für uns eben, ich habe einen operativen Teil und einen strategischen. Je nach hierarchischer Herkunft ist der strategische und operative Teil unterschiedlich ausdifferenziert. Ein Geschäftsführer hat einen ganz starken strategischen Anteil, also ganz wenig Operatives, und ein Abteilungsleiter oder ein Substitut hat wahrscheinlich einen sehr hohen operativen Teil in der Führung und einen geringeren strategischen Teil. Beides gehört aber zusammen. Beide Verständnisse müssen wir in unseren Führungsaufträgen aber auch vermitteln. Also das ist in unserer Kultur, in unserem Führungsverständnis ein ganz wichtiges Momentum. Also, aber das ist nur bezogen auf unser Modell. Also ich würde das nie allgemeingültig definieren. Aber für das, wie wir Arbeitsprozesse aufgliedern, über das, wie wir Mitarbeiter steuern, braucht man genau dieses Spannungsfeld. Und natürlich gibt es da noch ein paar Kriterien, die jetzt dieses Leitbild des Spielertrainers untermauern. Und da kommt man dann eben auch darauf, dass man auch hinschauen muss, okay, wir kommen von einer gelebten Kultur, ich hatte vorher erwähnt, und wir müssen auch beachten, dass wir auf eine Kultur schauen, die uns befähigt, Zukunft zu gestalten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass ich eher eine Kommunikationspolitik habe, die eher im Monolog sich abbildet, weil ich eben informiere, Informationskanäle habe, aber zu wenig Interaktion sorge, dann brauche ich natürlich mehr einen Dialog.
Und da ist zum Beispiel bei uns das Thema Kommunikation als eine Leitplanke definiert, in der wir eben uns darauf committen, dass wir für den Dialog sorgen. Wir wissen auch, es ist eins der Kriterien, wir wissen auch, dass wir natürlich nur erfolgreich sein können, wenn wir uns immer wieder auch leistungsorientiert entwickeln. Und das Thema Work-Life-Balance steht in diesem Spannungsfeld der Leistungsorientierung. Und genau das muss ich erfassen. Das heißt, in unserem Führungsauftrag dürfen wir eben nicht nur eindimensionale Leistung abfordern, sondern wir müssen in diesem Spannungsfeld Work-Life-Balance, das nicht nur etwas mit dem Thema Burnout zu tun hat, sondern auch die gesellschaftlichen Strömungen dort mit betrachtet, in Einklang bringen. Und das ist ganz unterschiedlich dann in der Umsetzung. Also ich habe gerade eben erwähnt, das sind Leitplanken. Das ist in der Logistik anders als in einer Marketingabteilung. Das ist unter Umständen in einem Callcenter anders als auf der Vertriebsfläche. Und das ist wichtig, dass man das dabei beachtet. Ich muss mal dazu sagen, dass wir vorsichtig sein müssen, dass das, was ich jetzt erzähle, nicht, oder was ich erzählt habe, nicht idealisiert wahrgenommen wird. Weil es ist letztendlich ein dynamischer Prozess. Weil Menschen unterschiedlich sind und weil permanent neue Situationen auch geschaffen werden. Und man natürlich auf dieser Unterschiedlichkeit und der Eigenart der Menschen man eben auf unterschiedliche Situationen meistens dann mit seinen ureigensten Instinkten und Eigenschaften darauf reagiert. Nichtsdestotrotz kann man aber mit diversen Leitplanken, die man über Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterbefragungen, über Beurteilungssysteme etc., kann man sowas schon ein bisschen in eine Form gießen, sodass es ein Stück Kultur werden kann. Ohne dass es ein Regelwerk ist, das irgendwie abgeprüft und abgehakt wird, sondern dass immer wieder Orientierung da stattfindet. Und was für mich so wirklich elementar ist, und da habe ich etwas, ich weiß nicht, ob ich es damals falsch verstanden habe, aber es ist bei mir so angekommen. Ich hatte ein tolles Erlebnis. Ich war zu einem Workshop eingeladen im Kloster Andex und dort gibt es den Prinzensaal. Oder vielleicht hast du da anders, ich weiß es nicht mehr genau. In jedem Fall hat uns dort der Abt begrüßt und hat er erzählt, was dieses Kloster für eine Bedeutung hat. Die Benediktiner sind dort beheimatet und was dieser Raum für eine Bedeutung hat. Da meinte er, schauen Sie doch mal an die Decke. Und dort war ein wunderschönes Deckengemälde. Das hat erinnert an Gemälde, die man halt in der kirchlichen Tradition wiederfindet. Und dann hat er gemeint, ja, dieses Deckengemälde hat eine ganz tolle Bedeutung, weil es nämlich die Kardinalstugenden abbildet, die das Fundament der Benediktiner sind. Oder eins der Fundamente. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich da nicht Dinge durcheinander bringe, aber das ist das, was bei mir damals angekommen ist. Und was er dann erzählt hat, war für mich das Beeindruckendste, weil er meinte, jetzt kann man natürlich glauben, dass diese Kardinalstugenden ja eine verstaubte alte Geschichte sind. Und er meinte, das ist es wahrscheinlich, eine alte, verstaubte Geschichte, wenn sie nie neu interpretiert wird. Und in dem Verständnis, als ich das damals so aufgenommen habe, hat er uns vermittelt, dass diese Tugenden, dieses Leitwerk, diese Leitplanken, diese Regeln, wie auch immer, die werden in Klausur einmal im Jahr interpretiert und in dem Kontext, in dem man sich befindet, übersetzt. Und das ist der Punkt. Das fand ich sowas von genial, weil ein fundamentales Werk, das klar für Stabilität und Orientierung sorgt, trotzdem sich den veränderten Situationen und den veränderten Umgebungen anpassen kann, indem man es daran orientiert und interpretiert. Und das, finde ich, ist einer der wichtigsten Dinge, dass wenn man aus einer eigenen Kultur heraus mit einer Notwendigkeit, sich weiter evolutionär zu entwickeln, dort Standards für sich schafft, an die man auch glaubt, die mit der DNA der Unternehmenskultur gut zusammenpassen, ist es halt immer wichtig, dass man sie in den Stein meißelt, im Sinne von, das haben wir jetzt so gesagt und jetzt ist es immer so, wie man es in Bayern sagt, sondern dass es in der Tat so ist, dass man sie immer wieder in Klausur reflektiert und interpretiert. Und das
ist meiner Ansicht nach eine ganz wichtige Tugend zum Thema Führung. Immer wieder zu reflektieren und zu interpretieren und zu schauen, ist es nur passfähig bei dem Kontext, in dem ich mich befinde. Mhm. Das ist für mich so das große Lernen an der ganzen Geschichte. Und wir versuchen das natürlich, indem wir in Führungsveranstaltungen uns mit dem Führungsleitbild auseinandersetzen und das mal wieder diskutieren, das mal wieder neu interpretieren. Ein schönes Beispiel, das wäre auch wieder so ein super Beispiel. Wir eröffnen demnächst ein wunderschönes neues Haus in München und dort gibt es eine nahezu fast neue Führungsmannschaft. Wir haben da ganz andere Hausdimensionen, also wir verdreifachen uns. Und der neue Geschäftsleiter, der dann diese Führungsmannschaft hat, der sagt dann, so, wir haben ein Führungsleitbild, und wir wissen, was uns aus Unternehmenssicht wichtig ist und jetzt lass uns das mal runterdeklinieren, was heißt denn das für uns hier als Führungsmannschaft? Also das Big Picture ist da, an dem orientieren wir uns, aber wir haben einen ganz anderen Kontext, wie müssen wir es für uns interpretieren, dass es für uns passfähig ist. Und das ist für mich ein super Beispiel.